Einen wunderschönen guten Tag, lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hellworld. Hier ist wieder mal ein Direhaul, kampfunfähig. Sehr gut. Dann tauschen wir es wieder aus. Viele Chickies, jetzt mal ein bisschen, Ordnung reinbringen. Na? Jesus Christ, kann ich auch mehrere auf einmal bewegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich hab gerne, wenn da einfach Ordnung ist. So verteiltes Zeugs, das mag ich nicht. Mag ich überhaupt nicht. Runter, weil von dir haben wir noch einen zweiten. Rushor kann da rein. Was haben wir noch? Nee, sonst haben wir keine doppelten. Okay, guck mal, die in meinem Team haben aber schon ordentliche Level-Ups hingekriegt, hä? So, und ich kann jetzt die Kühlbox bauen. Ich brauche aber 20 Metallbarren. Ja, fick die Henne, ey. Nur zwei. Und hab kein Erz. Das ist natürlich bedauerlich. Gott sei Dank haben wir hier Erz. Bauen wir das ab und dann können wir das Lager endlich mal ein bisschen ausbauen. Komm schon. Bisschen schneller hier. Komm, die ganze Scheiße muss hier weg. Oder zumindest das Inventar muss voll sein. Ja. Na komm. Bisschen noch. Hoppala. Ja, ist okay. Ich habe 21 Erz bekommen. Das ist in Ordnung. Nur 10 Stück damit machen, ey. Gibt's ja nicht. Hell. Oh, guck mal, wie viel. Jetzt habe ich ja. Mittlerweile habe ich also mehr als genug Material, ha? Ich brauche Metallbarren dafür, ja. Machen wir 64 Pelzsphären. Die Medizin kann niemand herstellen für mich. Schade. Machen wir das halt selber. Machen wir das halt selber. Bald habe ich 10 Pelz im Lager. Finde ich gut. Finde ich super. Da muss ich mehr Betten bauen. Oder ein größeres Lager. Weil Platz habe ich hier schon noch ein bisschen. Aber wenn ich so ein richtig großes, schönes Haus bauen möchte, brauche ich schon noch ein paar Sachen. Ja, da kann man das nicht beschleunigen. Machst du da? Guck mal, du bist ja richtig am Gas geben da, hä? Geht ja nur 20 Sekunden so eine schwache Medizin, ey. 3 Stück reichen fürs Erste. Komm, die Nägel mitnehmen. Sonst noch was machen? Hier einen Megagleiter zum Beispiel. Oder... Feuerpfeile. Nehmen wir mal den Megagleiter. So. Dann... Was noch? Stoff. 28 Stück. Sachen reparieren. Ja, auch. Den Schild auch. Ein paar Fasern mitnehmen. Komm, ich helfe dir.
trotzdem nicht wirklich so schnell, ha? Okay, dann gehen wir noch mal ein bisschen Erz abbauen. Was machst du? Mach mal was. In der Nähe gibt es nichts zu tun. Ja, dann komm, Arbeit, Arbeit. Rein mit den Fasern, rein mit dem Holz. Und wir gehen wieder Erz abbauen. Weil, warum nicht? Ich brauch's halt, ne? Wäre cool, wenn man irgendwie so eine Erzmine oder irgendwie sowas machen könnte, damit die Pals selber Erz abbauen können. Guck mal, Foxparks hat die 10 Metallbarren fertig produziert. Das finde ich gut. Ja. Na dann. Holzkohle, ja, das brauchen wir nicht. Machen nochmal 10 Stück. Elektrodrüsen. Die sind hier hinten im Lager, also in der Kiste besser gesagt. Der Perlsaft auch. Es sind noch Feuerdrüsen, Eisdrüsen. Sonst. Ah, das Jumbo-Ei kann ich hier noch ausbrüten lassen. Gut. Ja. Wie lange geht es? 40 Minuten. Jesus. Guck mal, ich helfe dir. Na komm. Erhalten, sehr gut. Ja, mach mal fertig hier, komm. So ist gut. Immer her mit den Perlsphären. Jodele. Hier noch was herstellen? Ja, nicht wirklich viel. Was ist denn hier los? Pengulet. Warum hast du nicht weitergemacht mit dem Stoff? So ist doch gut. Kannst du selber weitermachen, komm. Foxparks? Ah, hat Hunger. Kann das halt nicht selber machen, ne? Ich will mir immer noch 5 Barren. Hier sind 6 in Produktion. Hey, sonst noch was bauen? Kochtopf. Braucht auch Metallbarren. Eiskühler braucht Metallbarren. Und Steinfundament und Steinwände kann ich jetzt noch machen. Okay. Cool. Dann können wir da mal ein richtiges Haus bauen. 68 Beeren habt ihr noch. Okay. Wenn ihr das Capriti-Fleisch haben. Hier ist gerade nichts zum Machen. Wo sind denn diese 74 roten Beeren? Die sind ja nicht bei mir im Inventar. Und die gegrillten Beeren kann ich denen ja nicht geben. Doch, ich könnte denen die zum Essen geben. Okay. Dann mach hier die 77. Hey, mach weiter! Sag mal, hey, wie sitzt da hin? Was in der Nähe gibt's nichts zum Erledigen hier? Gibt's was zum Erledigen? Mich verarschen? Ah, der will eine Pause machen. Okay, das ist okay. Mach du deine Pause. Hier gibt's doch. Ah, hier gibt's eine zweite Seite. Okay. Auch noch ein paar Pelzstrohbetten, ha? Und sie sind nicht gerade, aber ja. Das ist nicht so schlimm. Nicht genügend Material. Geht's dann gleich nicht genügend Material? Hatte ich da nicht über 200 Stücke Holz?
Oder was ist denn hier passiert? Naja. Kannst du jetzt mal hier weitermachen? Appell, leg dein Päuschen ein. Ich gebe dir jetzt dann gleich ein Päuschen hier. All die Umbruchstücke aber auch keine mehr. Na gut, ich habe natürlich Pelzsphären gemacht. Ah, ich habe natürlich ganz viele Pelzsphären noch hergestellt. Ja, okay. Ja, ist okay, das hat natürlich Holz gebraucht. Ja, alles gut, Entschuldigung, my bad. My bad, so. Mach du weiter hier, komm. Oh, Entschuldigung. Hier, mach weiter. Was machst du? Oh. Falsch. Da hinten ist noch ein Daydream. Guck mal. Noch eins. Hey. Nein, ich hab's erledigt. Fuck. Come on. Oh ja. Funktioniert's? Ja. Cool. Mein zweites Daydream. Schöne Sache. Du bist hier wieder schön am Holz abbauen, finde ich gut. Bist du fertig? Ja. Kattiwa tut sich schwer mit seiner Arbeit. Dann wechseln wir Kattiwa halt aus, dann kannst du dich erholen gehen. Problem ist, es ist mein einziges Kattiwa. Was kannst du? Du kannst nicht wirklich was, ne? Kattiwa kann halt, ist halt ein Allrounder, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja. Musst du weitermachen. Tut mir leid. So. Kühlbox. Können wir hier hinter dem Haus machen. Damit es nicht direkt vom Feuer offen ist. Sogar Schachzug, hä? I know. So, jetzt können wir die Basis aufs nächste Level packen. Kann ich ein zweites Lager bauen? Ja, geil. So, als nächstes baue Kochtopf, baue Weizenfeld, baue Mühle. Da muss aber erstmal einen Ort für ein weiteres Lager finden. So. Machen wir morgen. Oder ein anderes Mal generell, ne? Für heute ist erstmal Schluss. Ich sage einmal mehr, Dankeschön fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.